Herzlich willkommen bei Blogger TV, Mittwoch, 18.18 Uhr. Und heute haben wir eine Sondersendung, und zwar zum Europa-Institut. Das Europa-Institut, hier Sektion Wirtschaftswissenschaften, bei uns im Gebäude A54 beheimatet, bietet seit inzwischen über 15 Jahren ein MBA-Programm an. Und ja, Professor Scholz und Professor Zentis, die beiden Direktoren des Programmes, leiten seitdem hier die Aktivitäten hinsichtlich General Management Programmen mit den Schwerpunkten Personalmanagement, internationales Management und Handel. Was sich genau hinter dem MBA-Programm des Europa-Instituts versteckt und verbirgt, das erzählt mal Geschäftsführerin Frau Dr. Eva Bamberger, die wir heute im Interview der Woche recht lange interviewt haben. Also 8 Minuten Frau Dr. Bamberger jetzt im Interview zu all dem, was man an Grundlegendem zum Europa-Institut wissen muss. Hallo hier bei Orca TV. Ich begrüße heute unsere Interviewpartnerin Frau Dr. Bamberger vom Europa-Institut und freue mich natürlich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, uns ein paar Fragen über den Studiengang Master of Business Administration hier an der Universität des Saarlandes zu beantworten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch heute hier sein zu dürfen und freue mich schon sehr auf Ihre Fragen. Frau Dr. Bamberger, hier am Europa-Institut, wie gesagt, kann man ja den MBA-Studiengang machen. Wer kann denn überhaupt dieses Angebot wahrnehmen? Ja, im Prinzip kann jeder den MBA hier an der Universität des Saarlandes studieren, der einen ersten Hochschulabschluss absolviert hat und auch schon einschlägige Berufserfahrung sammeln konnte. Gut, dann gibt es ja bestimmt außerdem noch ein paar Zugangskriterien. Ja, das ist richtig. Der Bewerber sollte zusätzlich noch den GMAT-Test ablegen, beziehungsweise nicht er sollte, er muss es sogar. Und er muss den TOEFL-Test absolvieren, um bei uns eine Möglichkeit zu haben, überhaupt zugelassen zu werden. Gut, Sie sagten eben, dass Berufserfahrung erforderlich ist. Dann ist das Studium ja vielleicht für Studenten, die hier gerade momentan studieren, gar nicht mal so interessant. Die gerade studieren, nein. Also Sie müssen zumindest nach dem Studium 1-2 Jahre Berufserfahrung gesammelt haben, um für dieses Programm zugelassen zu werden oder die Möglichkeit dazu zu haben. Das ist richtig, ja. Dann wird ja bestimmt auch nur eine Anzahl von Studenten genommen. Wie sind denn da so die Beurteilungen oder die Kriterien, nachdem dann ein Student dann wirklich oder ein Bewerber wirklich ausgesucht wird? Also natürlich haben wir diese 4 genannten Zulassungskriterien, die überprüft werden. Gerade beim GMAT-Test und beim TOEFL-Test müssen Mindestpunktzahlen erreicht werden. Aber im Anschluss daran, wenn diese Kriterien also schon mal erfüllt wurden, wird noch ein persönliches Interview durchgeführt und hier geschaut, ob der Kandidat mit der richtigen Motivation zu uns kommt und auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Persönlichkeit hinterfragt, ob derjenige geeignet wäre, das Programm auch bis zum Abschluss durchzumachen, durchzuhalten, um es so zu formulieren. Gut, dann gab es ja bestimmt auch schon mal ein paar Tränen, wenn Bewerber abgewiesen wurden. Kommt das vor? Wie oft kommt das vor? Das kommt natürlich bei uns vor. Die Anfrage ist groß. Tränen fließen Gott sei Dank nicht immer, aber immer wieder mal. Aber wir können natürlich nur auch eine bestimmte Anzahl an Bewerbern nehmen. Die sind jedes Jahr beschränkt auf 30 Kandidaten und insofern müssen wir den einen oder anderen ablehnen. Und bei diesen eben genannten Tests, wie ist das da, wenn jemand den Wunsch wirklich hegt, dieses Studium zu machen, besteht diesen Test aber beim ersten Mal nicht? Hat er dann die Möglichkeit, das Ganze zu wiederholen? Sie müssen ja das Testergebnis schon vorweisen, wenn Sie sich bei uns bewerben. Das heißt im Regelfall, diejenigen, die sich für ein MBA-Studium interessieren bzw. auch eins absolvieren wollen, für die ist die Vorbereitungszeit ja länger. Das heißt, die machen erst die Tests und mit den Testergebnissen bewerben die sich bei uns. Wenn die jetzt durch einen Test durchfallen, wiederholen die ihn eben nochmal und bewerben sich dann mit dem neuen Testergebnis. So ein Fulltime-Studium, gut, man wägt ja hier ab zwischen Fulltime und Parttime, also ein Fulltime-Studium kostet ja dann doch eine Menge Geld, 12.000 Euro, soweit ich weiß. Wie bringt ein Student dieses Geld denn auf? Das ist sehr unterschiedlich. Also Sie sprechen jetzt gerade vom Fulltime-Studium. Wir haben ja prinzipiell auch die Möglichkeit, das Studium Parttime
anzubieten. Aber um beim Fulltime-Studium zu bleiben, also die Raten bzw. die Summe kann in Raten bezahlt werden. Diese Möglichkeit ergibt sich aus der Gebührenordnung. Finanziert wird es im Regelfall entweder aus eigenen Kräften, weil ja vorher schon berufliche Erfahrung gesammelt werden musste und damit auch finanzielle Mittel zur Verfügung standen. Es gibt die Möglichkeit über Studienkredite, es gibt die Möglichkeit über Stiftungen, sich dieses Studium finanzieren zu lassen. Oder im Fall von den Part-Time-Studenten, die bekommen im Regelfall das Studium vollständig vom Unternehmen bezahlt. Gut, so eine Summe schreckt ja dann schon ab. Wie hoch ist denn so die Bewerberzahl? Kommt es dann auch jedes Jahr wirklich zu diesen 30 Studenten oder sind das manchmal auch weniger? Die Bewerberzahl an sich schwankt natürlich immer ein bisschen. Im Regelfall ist es so, dass weitaus mehr sich bewerben, als wir tatsächlich eben nehmen können. Vielleicht auch noch ein Satz zu der Zahl, die Sie gerade genannt haben. 12.000 Euro ist eine sehr moderate Größe für einen MBA-Studiengang. Sie zahlen im Durchschnitt in Deutschland für ein MBA-Programm 25.000 Euro. Wir haben die Möglichkeit, diesen Studiengang für 12.000 Euro anzubieten, weil wir eben an der öffentlichen Hochschule dieses Programm anbieten. Ansonsten wäre es sicherlich teurer noch, weil wir natürlich die Infrastruktur bezahlen müssten zusätzlich. Gut, wir haben eben noch kurz dieses Part-Time angesprochen. Können Sie uns kurz mal differenzieren, was der Unterschied ist zwischen Part-Time und Full-Time? Ja, der wesentliche Unterschied ist im Prinzip, dass diejenigen, die dieses Studium Part-Time studieren wollen, länger Zeit haben, das Programm zu absolvieren. Das heißt, währenddem ein Full-Time-Student innerhalb eines Jahres alle Kurse inklusive der Masterarbeit absolviert haben muss, hat ein Part-Time-Student die Möglichkeit, das innerhalb von 2 bis zu 4 Jahren zu machen. Gut, ein Jahr ist dann das Zeitlimit. Ist das so, dass das dann auch wirklich geschafft wird? Ja, das Programm ist also definitiv so angelegt, dass Sie die einzelnen Kurse und auch die Masterarbeit in diesem einen Jahr schaffen können. Und das im Regelfall auch dann passiert, sofern Sie nicht durch Krankheit oder Ähnliches ausfallen für eine gewisse Zeit. Aber das ist ja wirklich in den seltensten Fällen der Fall. Dieser Titel Master of Business Administration, hat er jetzt, wenn man sich im Berufsleben irgendwo bewirbt, hat er einen besonderen Stellungswert? Also man muss sich überlegen, ein MBA macht man ja jetzt nicht, weil man schon immer ein MBA machen wollte, sondern man verfolgt damit ein bestimmtes Ziel. Im Regelfall spricht dieser Studiengang Studenten oder Absolventen an, die im Vorfeld ein nicht wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben und die jetzt im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn merken, wenn ich eine Führungsposition einnehmen will, eine Abteilung leiten will, brauche ich ökonomische Erfahrungen, betriebswirtschaftliches Know-how, um das tun zu können, um überhaupt für diese Stelle vorgesehen zu sein oder vorgesehen zu werden. Und somit ist natürlich ganz klar das Ziel, wenn ich ein MBA mache, möchte ich mich beruflich fortentwickeln und habe damit auch einen besseren Stellenwert als jemand, der jetzt, sagen wir mal, ganz vorsichtig formuliert, vielleicht nur mit einem naturwissenschaftlichen Studium kommt oder nur mit einem technischen Studium kommt. Gut, deshalb wird wahrscheinlich auch dann diese Berufserfahrung dann schon vorausgesetzt. Und dann kann man für sich selber ja auch abwägen, möchte ich da weitergehen, möchte ich mich weiter fortbilden oder reicht mir das, was ich habe? Genau, und dafür, Sie haben es gerade schon gesagt, Berufserfahrung ist wirklich das A und O für diesen Studiengang. Sie müssen selber an diese Grenze kommen, wo Sie feststellen, ich brauche den MBA-Studiengang, ich möchte weiterkommen und ich schaffe es nur, wenn ich jetzt das Wissen erwerbe, was ich jetzt in diesem Studiengang also auch lernen kann. Ja, und das sind dann unsere motivierten Kandidaten, die wir jederzeit gerne begrüßen bei uns. Gut, das waren ein paar sehr interessante Informationen zu diesem Studiengang. Wer sich dafür interessiert und wer sich darüber informieren möchte, kann natürlich wahrscheinlich gerne auf Ihrer Homepage nachschauen. Auch ich war schon dort. Sehr interessante Informationen. Die Seite ist auch sehr schön aufgebaut. Von daher findet man sich sehr gut zurecht. Ja, dieses Interview haben wir selbstverständlich vor der Sendung aufgezeichnet. Besonders interessant scheint also gerade für Berufstätige zu sein, dass man dieses MBA-Programm auch part-time, also neben dem Beruf, absolvieren kann. Das dauert dann etwas länger, wie Frau Bamberger beschrieben hat, aber man hat eben die Option, neben der Ausübung des Berufes auch diesen MBA-Abschluss zu erwerben. Weitere Informationen zum MBA-Programm gibt es unter www.mba-europe.de und natürlich hier in dieser Broschüre. Die Broschüre ist auch über das Internet bestellbar oder man kann sie natürlich, wenn man hier vor Ort ist, auch jederzeit hier im Gebäude, im Sekretariat des Europa-Instituts abholen.
Ein solch ambitioniertes Programm wie das des Europa-Instituts braucht natürlich Mitarbeiter. Und neben Frau Dr. Berger, der Geschäftsführerin, hat das Europa-Institut eine Sekretärin. Das Sekretariat wird geleitet von Frau Jamur. Und einige studentische Mitarbeiter arbeiten im Europa-Institut mit. Und diese stellen sich jetzt im nächsten Interview mal kurz vor. Dein Name ist? Nora. Christina. Ihr seid beide Hiwis hier am Europa-Institut. Und was ist deine Aufgabe? Ich bin hier für Übersetzungen zuständig. Außerdem betreue ich die ausländischen Professoren, die ausländischen Studierenden, natürlich auch die Deutschen, während ihrer Kurswochen hier. Und ich beaufsichtige die Klausur. Du sagst, du betreust die. Was genau machst du dann mit denen? Für die ausländischen Studierenden beispielsweise, wenn sie auf dem Campus Fragen haben, wenn der Professor gerne irgendwo essen möchte, wenn er einen Bus braucht, ein Taxi braucht, um in die Stadt zu fahren, wenn die Studenten irgendwelche anderen Informationen über die Stadt möchten oder Freizeitaktivitäten. Wie viele Studenten sind das denn so im Durchschnitt pro Semester, die du dann so betreust? Durchschnittlich sind es meistens um die 20. Seit wann arbeitest du hier als Hiwi? Ich bin hier seit letztem November. Und die Arbeit macht dir Spaß? Ja, es gefällt mir sehr. Es ist relativ abwechslungsreich und es macht mir Spaß. Wie bist du an den Job gekommen? Durch einen Aushang bei uns im Dolmetscherinstitut bin ich hier darauf aufmerksam geworden, habe mich beworben. Und du selbst studierst was? Übersetzen, Dolmetschen, Englisch und Französisch. Gut, kommen wir mal zu deiner Kollegin. Du bist die? Christina. Und du bist auch hier Hiwi. Und seit wann? Seit Oktober 2007. Und deine Aufgabe hier ist? Ich bekomme jeden Monat ein Projekt. Im Moment kümmere ich mich zum Beispiel um die Archivierung der Abschlussarbeiten. Oder letzten Monat habe ich zum Beispiel unsere Bibliothek neu inventarisiert. Ich bin für die Überwachung der Bibliothek zuständig. Jo. Und wie bist du an diesen Job hier gekommen? Durch eine Stellenausschreibung bei uns im BWL-Gebäude. Und wie ist dein Kontakt so zu den MBA-Studenten? Hast du da überhaupt, gibt es da Kontakt oder bist du da mehr zurückgehalten? Also wenn ich die Studenten auf dem Campus treffe oder hier auf der Arbeit, dann rede ich natürlich mit denen, aber jetzt privat oder so habe ich ja nicht hier mit den Studenten zu tun. Das heißt aber, du kennst die Studenten schon hier, du weißt, wer hier MBA-Student ist und ja. Dementsprechend bist du natürlich auch freundlich zu denen. Ja, natürlich, bin ich doch immer. Neben guten Dozenten und einer guten Infrastruktur lebt ein MBA-Programm natürlich auch von seinen Teilnehmern. Und da kommt es insbesondere auf Vielfalt an, denn dann wird das Ganze richtig spannend. Vielfalt im Sinne von unterschiedlichen Hintergründen in Bezug auf Ausbildung und Berufstätigkeit, aber auch Vielfalt in Bezug auf die Idee, es kommen Studierende aus ganz unterschiedlichen Ländern hier nach Saarbrücken, um ihren MBA-Abschluss zu machen. Und mit ein paar Teilnehmern des Programms hat OrgaTV gesprochen. Ja, mein Name ist Christian Köhler, ich komme hier aus Saarbrücken. Ich habe hier in der Uni Produktionstechnik studiert, also ingenieurwissenschaftlichen Studiengang, und ich habe mich 2006 für das MBA-Programm hier entschieden, weil ich der Meinung war, dass es für einen Techniker auch sehr wichtig ist, betriebswirtschaftliche und auch Management-Skills zu haben und ich das Programm als eine sehr gute Ergänzung dafür empfinde. Das Programm ist sehr fordernd, aber es macht auch sehr viel Spaß. Wir lernen sehr viel, wir haben sehr viel Spaß in der Gruppe und die Nächte sind manchmal lang, aber nichtsdestotrotz, wir lernen hier sehr viel und haben auch richtig was gemacht, was uns in der Zukunft weiterbringen wird. Ich habe mich für Saarbrücken entschieden, weil ich damals hier an der Uni wissenschaftlicher Mitarbeiter war und es für mich eine sehr gute Ergänzung zum Job war und es dadurch auch sehr gut machbar war. Es gab noch andere Programme, die ich mir angeguckt habe, aber was mich letzten Endes neben der räumlichen Nähe für dieses Programm entschieden hat, war die gute Möglichkeit, hier ein Part-Time-Studium zu machen. Das heißt, dadurch, dass es immer eine Woche ist und am Ende der Woche die Abschlussprüfung stattfindet, ist es eigentlich immer sehr gut, sich loszureißen vom Arbeitgeber. Ich denke, ich würde es nochmal machen. Es ist zwar sehr viel Zeit und sehr viel Energie, die man reinsteckt, aber bis jetzt hat es sich gelohnt. Gerade als Ingenieur ist es sehr wichtig, nicht nur die technische Seite zu sehen. Man braucht auch sehr viel soziale Kompetenzen, sehr viel Wissen über den Betrieb, wie Managemententscheidungen getroffen werden, was strategisch ist. Und ich denke, dass auch der MBA eine wirklich sinnvolle Weiterqualifikation für einen Ingenieur ist.
Hallo, ich bin der Christian Sorge und ich bin Fulltime-Student hier am Europa-Institut in Saarbrücken. Ich habe vorher Französisch und Spanisch in Saarbrücken und Bochum studiert und wollte dann einfach noch einen postgradualen Aufbaustudiengang in Management machen und habe mich aus dem Grund für das Europa-Institut Saarbrücken entschieden. Also ein anderer Hauptgrund war halt die Tatsache, dass dieser Studiengang halt sehr europaspezifisch ist, weil ich mir halt später gut vorstellen könnte, in einer europäischen Organisation oder Institution tätig zu sein. Und ich fand halt das Programm richtig gut, vor allem fand ich halt die International Weeks ganz interessant und ja, insgesamt kann ich das Programm nur weiterempfehlen. Weil mit den Sprachen alleine hätte ich, denke meiner Meinung nach, nicht so gute Jobchancen und ich habe ja halt auch schon einen gewissen Einblick jetzt in die verschiedenen Managementbereiche jetzt bekommen und auch halt in verschiedene Bereiche wie European Politics oder European Law. Ja, hallo, mein Name ist Astrid Piosek. Ich bin Diplomübersetzerin, bin 30 Jahre alt und ich habe mich für das MBA-Studium hier am Europa-Institut entschieden, weil ich denke, den MBA wollte ich sowieso machen, einfach als ideale Ergänzung zu meinem Sprachenstudium, sodass ich ja beide Schwerpunkte sozusagen habe, also den sprachlichen Teil und dann auch den wirtschaftswissenschaftlichen Teil. Und das Europa-Institut hat mir eigentlich am besten gefallen von allen MBA-Programmen, um die ich mich vorher mal gekümmert hatte oder über die ich mich informiert hatte, einfach weil es diese internationale Ausrichtung hat, weil es europaweit auch oder europäisch ausgerichtet ist, das gefällt mir gut und mich hat angesprochen, dass es kleine Gruppen sind, also dass wir im Prinzip Klassenstärke haben und ich denke, da lernt man eigentlich auch am besten und ja, das war das, was für mich den Ausschlag gegeben hat, mich hier zu bewerben und bin dann auch glücklicherweise angenommen worden. Und ich bin schon der Meinung, dass das auf jeden Fall auch meine Jobchancen erhöht, einfach diese Kombination aus sprachlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Teil zu haben und bin bisher sehr begeistert. Also ich komme ursprünglich aus Worms und habe an der Technischen Universität Kaiserslautern Maschinenbau studiert mit der Fachrichtung Produktionstechnik und Automatisierung und habe dann bei einem Automobilzulieferer angefangen als Fertigungsingenieur und da auch gemerkt, dass ich doch auch mehr in Richtung Wirtschaft noch tendiere und wollte da mein Wissen vertiefen. Und da kam eben dieser MBA ins Spiel, der mir ermöglichte nebenberuflich mich weiterzubilden und da gerade auch eben am Europa-Institut war die räumliche Nähe gegeben und das Programm ist sehr flexibel. Und da hatte ich die Möglichkeit, mich weiterzubilden, auch gerade im Hinblick mit der Vertiefung auf Europa, das mir dann doch noch am wichtigsten schien. Ich habe mir auch andere MBA-Programme angeschaut. Allerdings waren da viele Vollzeit. Und da war eben das Problem, dass ich meinen Beruf nicht aufgeben konnte, weil ich auch Familie habe, die finanziert werden muss. Und dann waren eben die Kosten da auch noch deutlich höher. Ich werde unterstützt, kann also zu den Zeiten, in denen ich es benötige, normalerweise Urlaub machen. Allerdings bedeutet das eben, ich versuche es jetzt in 3 Jahren abzuschließen, dass ich in diesen 3 Jahren keinen Urlaub für private Zwecke nutzen kann. Ja, also ich bin sehr zufrieden, stehe jetzt kurz vorm Abschluss, es steht nur noch die Masterarbeit aus und merke jetzt schon, dass mir es einiges gebracht hat, nicht unbedingt auch nur in Hinsicht des Berufes, sondern auch privat. Man versteht die Nachrichten besser, würde ich mal sagen. Man bekommt mehr Einblick und meine Ausbildung war eher technisch orientiert. Dadurch haben sich mir neue Türen geöffnet. Ich fand das sehr interessant. Ja, ein Dank und Gruß OrgaTV-Studio, an das Europa-Institut-Team und natürlich an die Studierenden des Europa-Instituts. Informationen zum Programm gibt es, wie gesagt, in dieser Broschüre, erhältlich unter www.europainstitut.com beziehungsweise die neue Adresse auch www.mba-europe.de.
Auch ganz wichtig im Rahmen eines solchen internationalen Programmes sind natürlich Sprachen. Und das ist jetzt die mehr oder weniger geglückte Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich zu unserem OrgaTV-Vodcast. OrgaTV stellt jede Woche einen neuen Dienst, eine neue Anwendung im Bereich des Internets oder insbesondere im Bereich des Web 2.0 vor. In dieser Woche war das die Seite languagecourse24.com. Diese Seite hilft bei der Planung der Organisation von Sprachreisen. Und meine Kollegin Caroline Jorzig hat sich die Seite mal etwas genauer angeschaut. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen OrgaTV-Vodcast aus der Universität des Saarlandes. Studiert ihr eine Sprache oder vielleicht auch mehrere? Oder seid ihr vielleicht gerade dabei, ein Auslandssemester in Amerika, China oder Südafrika zu planen? Dann habe ich heute eine ganz besonders interessante Plattform für euch. Denn auf languagecourse24.com findet ihr Informationen rund um Sprachen. LanguageCourse24 ist eine Organisation, die auf die Vermittlung von Sprachinteressierten zu Sprachkursen in die unterschiedlichsten Regionen der Erde spezialisiert ist. Seid ihr erfolgreich registriert, dann stehen euch Tor und Türen in die ganze Welt offen. Habt ihr euch für ein Reiseziel entschieden, findet ihr natürlich auch umfassende Informationen zu Land, Leute und Kultur. Mithilfe der Suchmaschine wird es euch einfach gemacht, länder- oder städtespezifisch nach einer geeigneten Sprachschule zu suchen. Nebenbei erhaltet ihr Informationen zu angebotenen Kursen, Preisen, Unterkünften sowie Freizeitangeboten. Wer sein Sprachniveau selbst nicht einschätzen kann, der kann sogleich einen Sprachtest absolvieren, um bei der Wahl des Kurses auf der sicheren Seite zu sein. Habt ihr euch für Land, Schule, Kurs und Unterkunft entschieden, könnt ihr das Paket bequem und schnell über LanguageCourse24 online buchen. Das ist doch mal eine tolle Plattform für all diejenigen, die schon längst mal eine Sprachreise machen wollten, es aber nie getan haben, weil sie einfach zu faul waren, die Informationen zu suchen. Ihr findet auf jeden Fall zu all euren Fragen über Unterkünfte, Einreiseformalitäten, Visa oder auch Sprachschulen mit Sicherheit eine passende Antwort auf LanguageCourse24. Ich entlasse euch also nun mit neu gewonnenen Informationen in die große weite Welt, wünsche euch noch eine schöne Woche und natürlich eine abenteuerliche und erfolgreiche Sprachreise. Schreibt mir doch einfach mal eine E-Mail oder eine Postkarte und solltet ihr jetzt immer noch hier in Deutschland verweilen, dann schaut doch zumindest weiterhin OrgaTV und unseren Vodcast. Ich verabschiede mich, bleibt mir treu, tschüss. Danke, Caroline. Den nächsten OrgaTV-Podcast gibt es dann wieder am Freitag, dann eben on demand bzw. im Abo. Mir bleibt noch zu sagen, dass wir in der nächsten Woche natürlich auch wieder eine Live-Sendung haben, wie immer Mittwoch 18.18 Uhr. Unter anderem dann wieder mit unserem Thema Auf dem Campus wird gebaut und das nicht zu knapp. Wir haben uns wieder eine Baustelle angeschaut, ein paar Interviews geführt, um herauszufinden, wie entwickelt sich denn der Campus in den nächsten Monaten und Jahren und was sagen denn die im Moment aktuell betroffenen Mitarbeiter zu diesen Baumaßnahmen. Bis nächste Woche. Tschüss.